Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Wie sehr hat man diese Drittliga-Abende in Chemnitz vermisst? Am Mittwochabend trifft der Chemnitzer FC auf den SV Meppen am dritten Spieltag. Und beide verbindet eine Gemeinsamkeit. Sie suchen in der dritten Liga nach dem ersten Saisonsieg. Der SV Meppen ist obendrein das einzige Team der Liga, das noch keinen Treffer erzielen konnte. In der ersten Hälfte ist es das erwartet ausgeglichene Spiel. Wir suchen nach kreativen Ideengebern. Paul Mede, der Linksverteidiger, weit vorne zu finden. Und da ist Marcelo de Freitas. Das ist so ein kreativer Spieler. Der Brasilianer kam von Energie Cottbus, aber zeigt hier, warum es viele Ungenauigkeiten gibt. Der SV Meppen fühlt sich auch wachgeküsst nach einer halben Stunde und kommt über Dennis Undaff. Der prüft immerhin schon mal den Pfosten und deutet an, dass da noch mehr kommen könnte. Max Remer mit der nächsten Chance. Dennis Undaff sollen die Fußstapfen von Benjamin Gürt und Nick Proschwitz treten. So könnte das aussehen. Standard für Chemnitz und da ist Martin Langer. Der Mann wird zum Mr. Right. Ganz einfach, weil er richtig steht. Eigentlich als Sechser zu Hause. Und hier bei dieser einstudierten Variante zieht er das 1:0. Pantomime sind die einzigen Maßnahmen für Christian Neidhardt. Aber in der Pause muss er seinen Männern Popeyes Spinat verabreicht haben. Denn plötzlich kommt Puttkammer. Und wieder dieser Undaff. Was für eine Ballmitnahme und was für ein Tor. 1:1 in der 52. Minute. Und das ist dieser Killerinstinkt eines Gürtz und eines Broschwitz. Was für ein Tor zum 1:1. Nur 69 Sekunden später ist Chemnitz allerdings schon wieder vorne dabei und erzielt das 2:1. Dejan Bosic hat so richtig Lust auf die dritte Liga. Gegen Viktoria Köln hat er sein erstes Tor im Profifußball erzielt. Und jetzt eben auch das zweite. Das fühlt sich richtig gut an. Meppen hat aber Lust auf Kontern und Chemnitz lässt das zu. 66. Minute. Undaff auf weiter Flur. Jakubow zur Stelle. Doch beim zweiten Mal ist der Killerinstinkt schon wieder zurück. Dennis Undaff im Stile einer eiskalten Nummer 9 mit dem 2:2 Ausgleichstreffer. Paul Mede und seine linke Verteidigungsseite sollten ein großes Thema werden. René Guda auf dem Weg nach vorne und dann ist es ausgerechnet Nils Blomberg. Der Mann, der zum ersten Mal von Beginn an ran darf in der dritten Liga mit dem Eigentor. Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Und es sollte auch noch schlimmer kommen. 85. Minute, Guda wieder nicht zu bremsen. Und da haben sie Piosek ganz vergessen. Und der erzielt das 4:2 für den SV Meppen. Letztlich die Entscheidung, ein großer Erfolg in der Ferne für den SVM. Und Christian Neidhardt hatte nie einen Zweifel an der Qualität seiner Angreifer. Vollstes Vertrauen in unsere Stürmer. Und ja, es ist wichtig, dass sie getroffen haben. Dann hört das Gerede auf. Ne? Leute werden nicht unruhig im Umfeld. Und von daher ist es natürlich schön, wie es dann gelaufen ist heute. Ausgerechnet Nils Blomberg ist am Ende der Pechvogel. Der CFC lief erneut in Konter und spielte mit der Naivität eines Aufsteigers. Na klar müssen wir jetzt die Köpfe hochkriegen, aber im Fußball geht es manchmal schnell und wir müssen die Jungs aufrichten. Ich denke aber, die 80 Minuten machen Mut und ja, wenn wir einen einfachen Fehler abstellen, dann haben wir auch in Halle eine Chance. So kann also der Knoten platzen. 0 Tore nach 2 Spielen und jetzt plötzlich 4. Da bist du natürlich vollkommen im Soll.